Hi Leute, ich versuche mich jetzt auch mal im Video machen. Ich weiß, ich schreibe normalerweise immer, aber ich weiß auch, dass viele Leute nicht so gerne lesen und ich glaube einfach, dass ich mit Videos noch ein paar mehr Leute erreichen könnte, vor allem was Informationen zur Ernährung und zu Training angeht und vor allem auch was meine Strategien angeht, die nicht ganz so konventionell sind. High Carb, Low Fat. Ich bin kein Feind von Low-Carb-Diäten, sondern ich benutze sie teilweise, aber bin eben hauptsächlich High-Carb und ich würde auch gerne ein paar mehr Leute damit erreichen und einmal zeigen, dass es funktioniert und auch erklären, warum es funktioniert und warum es so viel besser ist als Low-Carb. Ja, ich wollte euch erstmal sagen, meine Diät läuft jetzt seit knappen 2,5 Wochen. Ist es schon soweit? 2,5 Wochen, sowas. Ich bin jetzt knapp bei 3 Kilo runter. Ziel ist, aber ich traue mich das gar nicht sagen, Ziel sind, also noch 9 Kilo fehlen mir noch. Also das ist schon noch ein gutes Stück Weg, der vor mir liegt. Ich habe es aber nicht eilig. Es wird keine Crash-Diät werden. Das bedeutet, das Ganze zieht sich jetzt bis ins Frühjahr. Und bis dahin habe ich auch noch einige Zeit, euch zu erklären, wie das Ganze funktioniert, warum es funktioniert, wie ich das mache. Und möchte euch gerne am Laufenden halten. Wie gesagt, jeden, der es interessiert, schaut es euch an. Wenn es nicht interessiert, klickt es einfach weiter. Vielleicht noch kurz mit dem Weihnachtsfest. Wie ich das mache über Weihnachten. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so super streng, aber ich cheate auch nicht. Also ich halte mich an meinen Plan, wenn ich weiß, dass ich es muss. Das heißt, ich habe jetzt sehr viel Körperfett und ich muss einfach runter und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Meine Eltern wissen das, mein Freund weiß das und keiner will mir da irgendwie Kekse aufzwingen, Punsch aufzwingen oder sonst irgendwas. Meine Mama kauft für mich einen Fisch und sie kauft für mich Gemüse und das ist für mich mein Weihnachtsessen und mir reicht es eigentlich, dass ich mit meiner Familie zusammen bin, dass ich mit Leuten zusammen bin, die ich liebe und mehr brauche ich eigentlich nicht. Für mich gehört das Essen nicht jetzt dazu, dass das Weihnachtsfest gelungen sein muss. Wenn es für euch so ist, ja, ich sag, dieses Cheaten, das bringt einen halt nicht voran, vor allem wenn man noch so einen weiten Weg vor sich hat. Damit wünsche ich euch auch allen ein schönes Fest. Ich gehe jetzt zum Training und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!